get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limits. Moin Fußballfreaks und herzlich willkommen zu diesem Vorbericht. Der SV Elversberg ist heute bei uns im Stadion und ja, man kann sagen, zu diesem Verein gibt es noch keine Statistik, weil der SV Elversberg und Hannover 96 noch nie miteinander in einer Liga zusammen gespielt haben, weder im Pokal noch in der Liga. Deswegen gibt es da auch keine Statistik zu. Was ich allerdings sagen kann, ist, ich kann euch den Verein etwas näher vorstellen, damit ihr auch mal wisst, was das für ein Verein ist. Also der SV Elversberg ist am 1. Januar 1907 gegründet worden in St. Ingbert im Saarland. Ist natürlich Drittligameister, haben es ja alle mitgekriegt. Aktuelle Mitgliederzahl sind 1950 Mitglieder. Das Heimstadion von Elversberg heißt Waldstadion an der Kaiserlinde. Ja, und die Heimtrikotfarbe ist im Grunde schwarz-weiß. Es Stadionkapazität, also die Kaiserlinde fasst 10.000 Plätze und 10% davon sind Gäste. Das heißt, wir werden beim Auswärtsspiel nach der Winterpause dann etwa 1000 Karten kriegen. Nicht besonders viel, aber wie gesagt, die 1000 stehen uns zu. Ja, Mitgliedschaften kannst du ja auch haben in dem Verein. Der Erwachsene zahlt 66 Euro pro Jahr und ein Jugendlicher bezahlt 33 Euro im Jahr. Erfolge hat der Verein trotzdem ein bisschen zu liefern, nicht nur der Drittliga-Aufsteiger, sondern im Saarland-Pokal ist er Finalist gewesen in den Jahren 1979, 1982, 2004, 2014, 2016, 2017 und 2019. Saarland-Pokalsieger wurden sie 2009, 2010, 2015, 2018 und von 2020 bis 2023. Meister in der Verbandsliga Saar waren sie 1980 und 1994. Meister in der Oberliga Südwest waren sie 1996 und 1998. Den Aufstieg in die dritte Liga haben sie 2013 und 2022 geschafft. Ja, und den Aufstieg wissen wir ja, in die zweite Liga war ja jetzt im Mai 2023. Ja, soweit ist das von Elversberg gewesen. Mehr gibt es zu diesem Verein nicht und ansonsten, ja, können wir ja nicht viel mehr sagen. Den Rest sehen wir jetzt. Und ich wünsche viel Spaß bei diesem Video, bei der Zusammenfassung. Hören wir uns dann zwischendurch und am Ende nochmal. Es ist soweit. Unsere Mannschaft wird Meister. Lasst es!
The pace when I'm running, I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. Takes it some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Ja, moin! Halbzeitanalyse. Ja, was machen wir jetzt? 2-1 zur Halbzeit. Glücklich 2-1. In der vierten Minute schon die gelbe Karte, völlig unnötig. Braucht man nicht geben. Dann dummerweise wieder mal 2 Tore eingeschenkt bekommen. Ja, das ist dann Standard bei uns. Dann einen sehr glücklichen Elfmeter bekommen. Er ist innerhalb des Strafraums gewesen, nach Videobeweis. Ja, und da haben wir dann halt eben gesagt, okay, dann machen wir das rein. Haben wir reingemacht, 2-1 Anschlusstreffer, Halbzeit. Jetzt gucken wir mal, ob der Anschlusstreffer ein bisschen mehr Elan gezeigt hat, weil das, was wir gezeigt haben, war wieder mal für einen Käse. Da haben wir wieder viel zu oft gepennt, nichts hingekriegt, wieder keine an Elan. Wir haben uns auf der Tribüne gedacht, wir haben die Laufplätze und die da unten haben im Spielfeld den Stehplatz. Also wieder kein Hingehen, wieder gar nichts geschafft, nicht angegriffen. Die konnten sich kombinieren, die Elversberger. Ja, zu den Trikots wollen wir mal nichts sagen. Ne? Blau-Gelb, das ist natürlich die Hassfarbe hier. Aber Elversberg war noch nie hier, die kennen uns nicht. Die wissen das nicht, was das heißt. Ja, und ansonsten zur Halbzeit kann man nichts mehr sagen, weil es war nicht viel mehr da. 2-3 Tore, glücklich das Anschlusstor gemacht und ansonsten müssen wir jetzt auf die zweite Halbzeit hoffen. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Im Spielbericht sehen wir uns nochmal. Alles klar, bis dahin. Ciao, ciao.
moin. So, Spieltag ist zu Ende. Ich bin gerade aus dem Stadion gekommen. Und ja, auf jeden Fall. Endergebnis ist ein 2-2. Ja, was soll ich dazu sagen? Wie ich schon in der Halbzeitanalyse gesagt habe, ne? Dumm, dämlich, bekloppt, was weiß ich. Der Schiedsrichter hat anscheinend zu viel gelbe Karten gehabt, weil er hat uns in der 4. Minute schon gleich einen verwarnt für einen Foul, was völlig in Ordnung war, wo nichts Hartes drin war. Unnötig und naja, gut, scheiß drauf. Ja, und dann haben wir natürlich wieder Schnitzel gehabt, ne? Wieder mal ein paar dumme Fehler gemacht, Chancen nicht genutzt, haben die Leute wieder eingeladen. Ja, es hat dann ein Aufsteiger wie Elversberg, der Drittligameister geworden ist, natürlich dankend angenommen. Ne? 2-0 in der 40. Minute schon. Ja, läuft ja. Dann haben wir in der 42. Minute durch Videobeweis glücklich einen Elfmeter bekommen. Bilder habe ich noch nicht gesehen. Er muss innen gewesen sein, weil sonst hätten wir keinen Elfmeter bekommen. Und dann glücklicherweise den Anschluss noch gemacht vor der Pause. Das war psychisch nicht ganz unwichtig. Und ja, gut, zweite Halbzeit, ne? Sind wir zwar als 96 schon ziemlich gut wieder rausgekommen und auch stärker. Also muss Stefan Leitl da schon einiges gesagt haben für. Dann haben wir den Anschluss gemacht oder den Ausgleich 2-2, Trisoldi, ja. Und dann war 96 auch wieder abgemeldet. Ich weiß nicht, wo es hin ist. Chancen da, Chancen nicht genutzt. Elan, ja, war da, Arbeit war auch da, aber ansonsten, naja, kann man sagen, nicht unbedingt das, was man sich als Verein wünscht oder als Fan wünscht. Zeitweise haben wir gedacht, wir hätten die Arbeitsplätze statt Stehplätze. Rumstehen, lecker, mal gucken, ja, der Ball kommt zwar, aber hinterherlaufen, nein, das ist mir zu warm oder was weiß ich. Also so kannst du dann halt eben auch keine Spiele gewinnen. Und so kannst du dann eben auch gegen einen Aufsteiger wie Elversberg keine Chancen kriegen, weil der ist heiß wie Frittenfett. Wir hätten locker noch ein, zwei Tore schießen können, wenn wir uns denn dazu aufgerafft hätten. Im Gegenzug hätte uns Elversberg aber auch gerne zwei oder drei noch geben können. Also von daher, beides war möglich. Am Ende war jetzt das 2-2 das Resultat, was noch am versöhnlichsten war. Weil wir haben nichts mehr getan und haben versucht, alles zu retten oder so zu lassen, wie es war. Aber ansonsten, ja, nicht wirklich was. Kommt auch nicht mehr. Nö. Ein Punkt, das ist erstmal Fakt. Wir haben unseren Saisonstart definitiv nicht verhauen. Wir hätten ihn aber auch besser gestalten können. Nächstes Spiel ist jetzt nächstes Wochenende in Nürnberg. Ja. Gut, Nürnberg. Was machen wir in Nürnberg? Ja. Sehen wir mal. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wie Nürnberg morgen spielt. Und dann können wir uns darauf einstellen, wie wir am Samstag oder nächstes Wochenende dann halt eben in Nürnberg hinkommen. Ja, das ist so die Kurzanalyse, beziehungsweise das ist so die Analyse nach dem Spiel. Und ja, heute Abend ist dann Hertha BSC Berlin gegen Düsseldorf noch. Auch schön. Ja, Kaiserslautern hat zu Hause verloren. Gegen St. Pauli. Auch nicht so unrealistisch. Ne? Die haben ja schon letztes Jahr ein Problem mit St. Pauli gehabt. Das hat sich dann dieses Jahr einfach weiterentwickelt. Gut, wir müssen auf uns gucken. Wir sind jetzt auf Tabellenplatz 5 aktuell erstmal mit einem Punkt. Das ist jetzt erstmal nicht schlecht. Und jetzt gucken wir in Nürnberg, wie es weitergeht. Ja, ich sehe für Nürnberg schon mal im Voraus gesehen
Ja, mit der Leistung, die wir heute gezeigt haben und vielleicht noch ein bisschen mehr Konzentration, könnten wir in Nürnberg zumindest auch wieder den Punkt holen, eventuell auch gewinnen. Kommt drauf an, wie Nürnberg dann halt eben noch spielt und wie die drauf sind. Aber ansonsten läuft alles. Ich bin nicht unzufrieden, aber es ist mal wieder das gleiche Phänomen gewesen wie immer. Wenn wir nicht mindestens einmal im Rückstand sind, dann arbeiten wir nicht. Oder wir machen gleich in den ersten 10 Minuten 2 Tore, dann ist für uns auch wieder einfacher. Wir können einfach gegen Aufsteiger nicht an. Das ist letztes Jahr schon mit Kaiserslautern gewesen. In Kaiserslautern erster Spieltag 0-4 kassiert. Wobei, das kannst du mit heute nicht vergleichen, weil letztes Jahr haben wir den Sieg, den Kaiserslautern da eigentlich ganz einfach gemacht. Da haben wir halt einfach nicht gespielt. Aber an sich, ja, die Trainingsleistung und die Testspiele waren ganz ansehnlich und hat auch gezeigt, dass die Mannschaft was kann. Haben wir heute noch nicht so richtig gezeigt. Müssen wir jetzt in Nürnberg. Gut, alles klar. Ich danke euch fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen angenehmen Samstag, angenehmen Tag, wenn ihr das Video dann sehen könnt. Und zum Nürnberg-Spiel gibt es dann wahrscheinlich ein kleines Analysevideo oder was auch immer. Ich werde mir da mal was ausdenken. Ja, und dann wünsche ich euch erstmal eine schöne Zeit. Danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen.